Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. Heute geht es um den Moll-7-Akkord. Wie im letzten Video über den Major-7-Akkord zeige ich dir in diesem Video wieder die beiden Möglichkeiten, wie du einen Moll-7-Akkord auf deinem Bass greifen kannst. Moll-7 bedeutet, wie der Name schon sagt, dass er eine Moll-Terz hat. Wenn C wieder unser Grundton ist, dann ist das also die Moll-Terz. Das wäre die Dur-Terz, die große Terz, und das ist die kleine Terz. Die 7 bedeutet, dass es eine kleine 7 ist. Wenn es eine große 7 ist, dann würde es wieder Major 7 heißen, also Major 7. Das ist aber, wenn C unser Grundton ist, eine kleine 7, also nicht die Major 7, sondern noch einen Halbton runter, die kleine 7. Auf deinem Bass bedeutet das also, der erste Fingersatz mit dem Mittelfinger den Grundton auf dem C, dann mit dem Zeigefinger die Terz und mit dem Ringfinger die Septime. Du kannst aber auch, wenn du willst, mit dem Ringfinger den Grundton greifen und mit dem kleinen Finger die Septime. Die andere Möglichkeit ist, wie auch beim Major 7 Akkord, dass du mit dem Zeigefinger den Grundton auf der E-Seite spielst. Und dann mit dem Mittelfinger die Septime und mit dem Ringfinger die oktavierte Terz. Probier mit den Fingersätzen selber ein bisschen aus, was du am angenehmsten findest. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere die Akkorde lieber mit anderen Fingern greift. Du sollst auf jeden Fall nicht unnötig verkrampfen und immer ein bisschen locker spielen können. Um deine Finger nicht immer erst sortieren zu müssen, bevor du den neuen Akkord greifen willst, gewöhn sie an die Haltung und an die Bewegungsabläufe, die sie machen müssen, damit sie immer gleich in der richtigen Haltung greifen. Wechsel dann zum Beispiel die Akkorde einfach ab. Also spiel auf der E-Seite einen C-Moll-7-Akkord im 8. Bund und dann im 15. Bund auf der A-Seite, immer abwechselnd. Und dann mal auf einem anderen Ton, also zum Beispiel auf S. Und dabei ist auch wichtig, dass du herausfindest, wo überall auf dem Hals du einen S-Moll-Akkord spielen kannst. Also hier, hier oben und dann ist hier zum Beispiel noch einer. Mit der rechten Hand spiele ich übrigens Akkorde immer so. Der Daumen, der spielt den Grundton und der Mittelfinger und der Zeigefinger, die spielen die anderen Noten. Und so kannst du auch ein bisschen rhythmischer spielen, wie man das beim Gitarrezupfen auch macht. Ich habe dir wieder ein paar Übungen zum Runterladen vorbereitet. Wenn du das Video über den Major 7 Akkord bereits kennst, da kannst du jetzt auch schon mit zwei verschiedenen Akkorden üben und sogar vielleicht selber einen Song schreiben. Zum Beispiel so. Dieser Song besteht jetzt nur aus Moll-7-Akkorden und einem Major-7-Akkord. Moll-7, C-Moll-7, jetzt kommt der Major-7, dann geht es zurück zu Moll-7-Akkorden. Melodie dazu, fertig ist der Song. Ich habe dir den Song auch zum Üben aufgeschrieben. Fragen oder Kommentare? Schreib sie mir und erzähl deinen Freunden von meinen Videos und teile sie ruhig auf Twitter, Facebook und Google. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!